Hallo, ihr Lieben! Ihr wundert euch sicherlich, wieso ich jetzt hier zwei Puppen sitzen habe. Und zwar geht es jetzt nicht um die rechte Puppe, die habe ich nur zum Vergleich daneben gesetzt. Es geht hier um die linke Aurora-Meerjungfrauenpuppe. Und zwar war ich da sehr erschrocken, muss ich sagen. Die soll 45 cm groß sein, ist sie auch, habe nachgemessen. Aber im Vergleich dazu halt eine andere Puppe, die rechte, die ist auch 45 cm groß. Und ja, also ich war schon ein bisschen frustriert und auch erschrocken, dass die dann doch so dünn verarbeitet worden ist und man wirklich die halt sehr lang gemacht hat. Aber ja, ist halt keine richtige Kuschelpuppe jetzt für Bett, würde ich sagen, sondern eher zum schönen Ansehen und zum Spielen halt für Kinderzimmer oder für Sammler. Gut, dann packe ich die rechte jetzt mal weg. Und dann packen wir unsere Aurora-Puppe einfach mal aus. Dann schauen wir uns den Rest mal genauer an von der Puppe. Also an für sich fällt ihr schon mal auf, die hat schon ein sehr süßes Gesicht. Ich hole die jetzt erstmal aus der Verpackung raus. So, also sie hat ein sehr süßes Gesicht, muss ich sagen. Das fällt halt direkt auf. So Manga-Augen halt eben auch. Die Sachen scheinen sehr gut verarbeitet zu sein. Ich löse jetzt mal das Haarnetz. Ja, die Haare sind sehr schön lang. Allerdings ziemlich verzottelt. Die muss man erst wirklich dann mal aufbürsten. Hier oben, das muss man dann wahrscheinlich noch entfernen. Hier ist die Kollektion noch zu sehen. Da steht Sea Sparkles drauf von Aurora. Dann zeige ich euch mal den Glanz. Also der Glanz ist sehr schön. Die Flosse ist auch sehr schön mit den Ornamenten. Es ist auch ziemlich weich. Allerdings muss ich sagen, hier ist auch sehr, sehr, sehr wenig Füllung drin. Der Körper ist härter. Der ist besser gestopft. Und ich mache jetzt noch mal weiter nach hinten, damit man die halt von hinten auch noch mal sehen kann. So Leute, das ist die Puppe noch mal in komplett. So an und für sich sieht die sehr schön aus. Verarbeitung ist auch gut. Also ist jetzt, da ist keine Naht offen oder sonstig Gemängel. Allerdings muss man halt sagen, ne, die Schwanzflosse, die ist nicht, ja, die soll ja beweglich bleiben, also nicht sehr gut gestopft. Allerdings hätte man, denke ich, doch ein bisschen mehr Füllung reinmachen können. Die ist schon sehr, sehr weich. Dann ist die Puppe sehr, sehr dünn. Der Körper ist hart, der scheint gut verarbeitet zu sein. Die Kleidung ist sehr schön. Ja, das hier ist jetzt die Natalie. Das ist eine Winteredition. Also ich bin bei der Puppe jetzt ein bisschen zwiegespalten. Wie findet ihr die Aurora Meerjungfrauen? Da gibt es halt auch noch ganz viele. Kennt ihr die vielleicht schon? Kennt ihr die noch nicht? Und wie findet ihr denn so diese Kuschelpuppe? Dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert uns. Bis bald!